Ja, ich hoffe mal, dass mit der Aufnahme funktioniert jetzt von dem ganzen Stream. Und irgendwie ist mein Mikro auch relativ leise, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber jedenfalls schaut gerne in der Beschreibung vorbei. Da findet ihr im zweiten Link wieder, wie immer, die entsprechenden, ja, Sachen. Also meine Playlist von dem anderen Kanal, den ich ja hauptsächlich führe. In Holzklotz 2 bin ich da auch unterwegs regelmäßig und stelle entsprechend die Sachen vor, die wir hier schaffen, die ich aber auch manchmal offscreen mache und schneide das eben auch nochmal alles ganz anders als hier. Hier ist ja alles uncut und ja, nicht weiter bearbeitet. Genau, also vor allem nicht so komprimiert. Ne? Das ist eben das, worauf es dann für mich bei dem anderen Kanal ankommt. Und ich habe jetzt nochmal ein bisschen die Musik hier leiser gemacht, denn. Ja, es ist halt immer auch ein bisschen schwierig, das vorher einzuschätzen. Man muss dann live nochmal korrigieren. Das sind eben alles so Sachen, wenn man schneidet, ne, da hat man das nicht und kann sich auf die Sachen konzentrieren, die man schaffen will. Genau. Und was ist das denn schon wieder hier hinten? Das kann man ja gar nicht gebrauchen. Ich versuche die mal wegzumachen gerade. Okay, da kriege ich sogar hier Zeug, aber. Oh nein. Jetzt habe ich 1 Stunde 40 drohendes Unheil als Ding. Da kann ich ja nicht mal mit Villagern arbeiten. Naja, gut. So schlecht ist es auch nicht. Oder so geschockt bin ich nicht. Denn, wie ihr wisst, oder vielleicht auch nicht, arbeite ich eh nicht gerne mit den Leuten zusammen. Ne? So, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich am produktivsten bin. In letzter Zeit stelle ich fest, wie ich doch mehr mich verhake und nicht so wirklich vorankomme. Ich muss mal wieder ja, produktiver sein und irgendwie einen Fokus behalten. Und trotzdem nebenbei noch regelmäßig alles Mögliche abernten. Das ist eben wichtig, da die Balance zu finden, die richtige. Und das ist auch gar nicht leicht. Also, da habe ich schon oft die Erfahrung gemacht. Naja, guck mal erstmal hier rein. Die ganzen Kürbisse müssen regelmäßig geerntet werden. Gleich werden schon wieder die nächsten wachsen, aber ich darf mich jetzt auch nicht zu sehr von denen ablenken lassen. Ich könnte mir mal überlegen, wo der nächste Holzklotz direkt hinkommt. Soll ich das schon machen oder später erst? Das ist jetzt die Frage. Ich habe aber hier schon mal ein paar Schalkerboxen. Das ist auf jeden Fall auch gut. Und ich glaube, die nutze ich auch relativ schnell. Ich war ja neulich noch hier unterwegs, um was in der Höhle zu farmen. Da kann ich auch mal was raustun, was ich gerade nicht brauche. Kürbiskerne, das ist ja eh immer übrig, ne? Kirschstämme. Na, obwohl, die brauche ich eventuell noch am ehesten. Jedenfalls, ich würde mir mal hier eine Schalkerbox schon mitnehmen. Die anderen lasse ich einfach hier stehen. Ich muss ja nicht alle im Inventar rumschleppen. Das blockiert nämlich auch relativ viel Platz dort. So. Habe ich noch genug von den Kürbissen mit Licht? Nee, gell? Ich muss erst wieder welche schnitzen. Genau, na dann machen wir das mal mit denen. Wir bauen ja eh erstmal nur mit den Gesichtskürbissen sozusagen. Deswegen kann ich das mir erlauben, die jetzt mal alle hier ruhig zu verbrauchen und muss nicht darauf achten, dass ich noch so und so viele behalte. Ich weiß nicht, ich müsste doch in der Kiste auch noch welche haben in meinem Haus, oder? Also im Hauptlager. Da gehe ich gleich mal hin. Und generell, wenn ich schon mal sage, wegen Hauptlager und so. Ich müsste auch mal vielleicht das Lager erweitern. Denn ich habe eigentlich nur das eine bisher und das ist langsam ein bisschen wenig. Naja. Machen wir mal diesen hier und das so. Zack. Ja, eine Schere brauche ich auch gleich wieder. Ich guck mal. Ach, hier habe ich ja welche, okay. Ich kann aber mal die benutzen. Und dann die später kombinieren. Da spart man auch noch ein bisschen insgesamt an. Durability. Okay. Ja, was wir mit den ganzen Kürbiskernen machen, das frage ich mich auch noch. Die werde ich wahrscheinlich alle in irgendwelche Komposter hauen. Okay, ich glaube, diese 16 verbleibenden lasse ich jetzt aber mal da, also die noch ungeschnitzt sind. Ach so, der hat hier eine Nautilus-Schale. Ich wundere mich, hä, warum schwimmt denn hier ein Hühnchen? Hab ich die jetzt, ja geil. Die nehmen wir natürlich gerne mal nebenbei mit.
Auch wenn wir die jetzt nicht so direkt brauchen hier. Ah gut, wer weiß, ne? Irgendwann könnte es doch mal dazu kommen. So, wie weit die Dinger hier fliegen, ey. Ist ja auch wieder schlimm. Hab auch gleich keinen Platz mehr. Ich müsste vor allem mal Bambus und so finden. Boah, ich brauche unbedingt einen Dschungel. Ich glaube, ich werde mich da mal bald hinbegeben. Und zwar auf illegale Weise. Nee, ich dachte, dass ich vielleicht mal ein bisschen mehr Hilfe gönne, also mit Commands, mit Locate und so. Ich glaube, das wäre ganz gut. So, jetzt können wir gleich wieder hinten weitermachen. Da haben wir jetzt schon mal die unspaßigen Sachen abgearbeitet. Also, ja, es ist halt auf Dauer nervig ein bisschen, wenn man ständig diese Kürbisse da schnitzen muss. Ich hoffe, damit kann ich bald mal aufhören. So, aber ich würde sagen, ich hole mir auch mal ein paar Tintenfische, wenn hier schon so viele spawnen. Die brauche ich nämlich auch hin und wieder. So. Okay, da muss ich aber auch nebenbei was essen. Dann würde ich das hier mittauschen, damit ich immer sehe, ob ich die aufgesammelt habe direkt. Nicht, dass ich hier irgendwas liegen lasse. Okay, 7 Stück. Wo ist denn jetzt das? Ah, hier. Mensch, das fliegt immer sonst wohin, ne? Da haben wir noch einen. Wir müssen ja später noch alle möglichen Farbblöcke raushauen oder uns holen. Wenn ich an die ganzen Betonsachen denke, oh nee. Da braucht man noch übelst viel von dem Zeug. Und deswegen werde ich wahrscheinlich immer mal danach tauchen hier. Lehm wäre auch ganz gut, aber ich glaube, da hole ich mir am besten erst irgendwelche Enchantment, dass ich unter Wasser nochmal abbauen kann. Geht das nicht mit Respiration? Wie war denn das? Nee, Aqua Affinity, stimmt. Ja. Das muss ich mir holen dafür. Dann kann ich ja ordentlich was machen. Und Respiration sowieso, damit ich länger atmen kann. Da brauche ich auch nicht direkt hier so ein Conduit, auch wenn ich jetzt schon eine Nautilus-Schale habe. Ah, das ist mir auch alles zu kompliziert, ehrlich gesagt. Ich kann ja auch theoretisch schon mal hier. Moment. Kürbisse tue ich mal nicht rein, aber hier sowas kriegt man eh selten. Was ich auch mal machen kann, ist das jetzt kombinieren, wie ich erzählt habe. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz, um das hier zu ernten. Natürlich ist jetzt die Frage, lieber mit der Schaufel oder der anderen? Das weiß ich auch nicht so genau. Aber wir können definitiv mal den Gravel mit der Behutsamkeitsschaufel ernten. Weil wir da ja keine Flints rauskriegen, ne? Das ist schon ganz praktisch. Ich habe eine Idee. Die ist eigentlich auch gar nicht so weit hergeholt. Ich baue jetzt hier einfach mal alles zu, also die obere Schicht, damit das mal ordentlich wird. Habe ich vielleicht noch einen anderen Block dafür? Ich will mir jetzt ungern nochmal Erde holen. Ach komm, nehmen wir Kies selber, ist egal.
Auch wenn ich jetzt schon mal einiges abgebaut habe, da war das halt mal umsonst. Ich kann das auch nicht immer einschätzen. Aber davon werden wir auch noch so viel brauchen. Da weiß ich auch überhaupt noch nicht, wo ich das herkriegen soll. Sand ist ja vielleicht noch okay, wenn man eine Wüste hat, ne? Aber das Zeug. Boah. Okay. Ja, später muss natürlich alles wieder ordentlich gemacht werden mit zum Beispiel Erde. Aber erstmal kann ich mich ja austoben. So. Okay. Ja, ich glaube, ich lasse das jetzt dort trotzdem erstmal so, wie es ist. Da ernte ich lieber kurz mal die Kürbisse. Eigentlich wollte ich ja jetzt eh nicht hier mich ewig aufhalten. Das ist ja nur so ein Nebenschauplatz. Naja, aber man muss eben in dem Projekt auch irgendwie alles gleichzeitig machen. Ach du Scheiße, wie schnell da gewachsen ist. So. Dann müsste ich ja jetzt hier noch die Fackeln drin haben, genau. So, Kürbislaterne, geschnitzter Kürbis. Die kommen erstmal hoch. Dann bauen wir kurz weiter damit. So, ich kann ja nicht immer in den Streams nur neue Holzklötze anfangen. Ich muss ja auch mal vorhandene weiterbauen. So, damals die Stämme, ne? Dann müssen ja die hier hin. Die Frage ist nur, reicht das? Ich guck mal, wie das sonst ist. Bei dem hier hinten ist ganz gut. Ah, das muss auf dem Block schon. Ja, gut, dann noch einen mehr überall. Dann muss aber der da oben auch wieder weg, gell? Da kommt dann erst einen höher, oder? Also so. Praktisch. Das sind jetzt schon die Laternen, genau. Okay. Ja, dann müssen wir die jetzt auch immer dahin zeigen lassen. Das ist natürlich ein bisschen nervig zu platzieren. Aber im Grunde geht's schon. Vor allem jetzt die Laternen. Warte mal, ist das richtig? Doch. Ich könnte natürlich auch oben hin und sneaken, ne, aber. Ich mach's jetzt einfach mal von hier. Sollte schon hinhauen. So, hier können wir jetzt die alle nebeneinander hauen, aber da brauche ich auch schon wieder neue. Na toll, na, dann mache ich erstmal das Gerüst.
So. Ah, Moment, wir müssen ja die Pfeiler, die von außen zu sehen sind, zumindest auch in die Richtung bauen. Das heißt hier, das bauen wir jetzt so rum. Das machen wir natürlich wie unten. So, da gibt's ja keinen. Hier hinten, die müssen aber auch andersrum zeigen. Da ist, glaube ich, erstmal am besten mit denen anzufangen. Okay, und ja, natürlich hier oben. Die müssen dann auch so rum zeigen. Das stellen dann. Also, das sind dann so die Ausnahmen. So, die hier genauso nach außen. Okay, ich hätte jetzt Bock, das da zu bauen. Kriegen wir das weiter oder nicht? Ich kann ja mal gucken, was ich noch für Holz habe. Generell. Und auch Kürbisse. Ah, hier sind ja noch welche. Ah, die sind alle ungeschnitzt. Egal, die kann ich ja trotzdem schon mal machen. Na, Moment, ich tu mal den Gravel raus. Dann sowas wie Tintensäcke. Kommt das dann hier rein? Wo sind die überhaupt hin? Hier. Also da waren schon mal noch keine. Nur für Mob Drops habe ich ja sonst auch keine Kiste, ne? Naja, dann so. Okay, hier das. Muss mal kurz was gucken. Ja. Alles klar. Ja, ich gehe erst mal schlafen. Und esse gleich eine Karotte. Was haben wir hier noch für Holz? Ja, Kirschholz ist natürlich erstmal ein bisschen schwierig. Würde ich gerade nicht weiterverarbeiten oder weiß ich nicht. Wir haben halt nicht so viel, ne? Würststiele fehlen uns auch. Und zwar ziemlich. Dann Fichte, naja gut, das ist schon ein bisschen besser. Akazie geht eigentlich auch. Ich dachte, Kirsche hätten wir mehr. Aktuell, aber naja, passt trotzdem. Hier, das wollte ich rüber tun. Immerhin 9 sind das. Erde kann raus, ne Gras. Wo ist denn die nächste Erdkiste? Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen Erde loswerden, da hinten bei diesem Feld. Dann machen wir das auch dort gleich mit den Kürbissen. Na, auf dem Rückweg ernten wir die. Gerade lohnt sich's, glaube ich, noch nicht so. Okay, erstmal Fackeln hier. Also jetzt nicht alles voll, aber so ein paar. Okay, ja, und ich würde auch gerne mal übrigens Mangroven finden. Das wäre gut. Haben wir ja zurzeit auch noch nicht in Aussicht. Diese ganzen Holzsorten müssen wir mal besorgen. Dass ich die wenigstens mal bauen kann bald. So, ich glaube, Birkenholz brauchen wir auch noch, gell? Da ruhig schon mal was.
Einfach nebenbei. Stimmt, die Laubklötze. Nehme ich auch schon mal hier das Laub mit dafür. Habe ich Eisen genug? Für Scheren? Das bräuchte ich ja auch noch. So, jetzt habe ich nämlich nur noch die. Na gut, ich kann auch gleich wieder so zurückgehen, dass wir die Kürbisse doch zu Hause aufbauen. Das hier ist halt gerade wichtiger. Mal ein bisschen Laub zu kriegen. So, war da Akazienlaub? Nee, das war nur ein Biomübergang. Okay, die Blumen kann ich aber auch mal einsammeln. Oh, wo ist meine Schakerbox? Oh nein, die habe ich stehen lassen. Ach, das ist ja dumm. Ich hoffe, ich kann jetzt noch alles einsammeln. Natürlich ist sowas nicht. Ich meine, gut, ich könnte die Schere noch kaputt machen. Und die Offhand wäre frei. Also wir kriegen das schon weg. Ich glaube aber, hier liegt auch nichts mehr, hoffe ich. Dann würde ich nochmal Blumen mitnehmen. Weil hier so viele stehen, so einladend. Dann müssen wir endlich mal wieder Schafe holen. Also man könnte ja den ganzen Tag farmen nur. Aber ich werde auch bauen. Fangen wir gleich an. Beziehungsweise planen, was kommt wohin. Das ist ja immer wichtig erstmal. Okay, kurz sortieren. Wo ist Laub? Hier. Akazienlaub haben wir relativ viel. Eichenlaub tue ich mal dahin und Birkenlaub. Okay. Blumen waren ja mal hier drin, ne? Ja. Wo ist denn Lehm? Kommt erstmal dahin. Auch wenn ich glaube, dass ich den schon irgendwo hatte. So, wo kommen denn da jetzt die nächsten Kürbisse hin? Oder die nächsten Klötze? Besser gesagt. Vor allem Melonen. Oh ne, ich brauche ja auch noch Dschungel für Melonen. Ich brauche das ja für alles wieder, ne? Ah. Ja. Ich könnte ja schon mal Fichte aufbauen, gemischt mit Holz, also Eiche. Wäre das in Ordnung? Oder klingt das eher utopisch? Schwierig. Ich tue erst mal den Gravel weg, den brauchen wir gerade nicht mehr. Warum habe ich den nicht längst schon rausgetan? Wahrscheinlich, weil ich viel zu viel mittlerweile davon habe. Hier oben kann er aber rein. Hier war ja dann auch schon wieder Erde. Dann endlich mal Eisen mitnehmen. Wo ist denn das? Hier. Damit wir ordentlich Scheren machen können. Ach so.
Ich gehe auch mal zwischendurch zumindest zu den Schafen und zu dem Feld. Na, so. Ja, der Weizenholzklotz muss natürlich auch mal vorankommen. So, farmen wir erstmal die Schafe hier und ernten die vor allem ab. Und ja, ich habe schon wieder keine Partikel an. So, da hole ich noch mal neues Weizen für den Rest und komme gleich noch mal her. Kann ich direkt erneut ernten. So, aufpassen, dass die Tür auch wirklich zu ist. Das nehme ich jetzt endlich mal wieder mit. Können wir nicht mal so ein Hopper-Ding machen? Warte mal. Wie wäre denn mal Folgendes? So. Genau. Dann habe ich hier noch Truhen? Nee. Klappt, das baue ich oben hin. Einfach in das Zimmer ans Fenster. Und zwar. Na gut, das kann man gar nicht auf der Ebene bauen. Da braucht man mehr Platz, also muss ich es hier machen, aber das geht ja hinter der Treppe. So, und zwar folgendes: Zack. Dann Komposter. Wie macht man den? Ach du Scheiße, ich habe das noch nicht mal freigeschaltet. Jetzt wird's angezeigt, ey, das ist so sinnlos. Okay. Und da muss ich ja jetzt auch wieder einen Hopper draufsetzen, oder? Ich mache einfach noch mal einen. Mir fällt gerade ein, wir brauchen ja später auch noch eine Hopper-Pyramide oder einen Hopper-Holzklotz. Scheiße, ey. Das wird ja was. Oh nein, das wurde jetzt hier mit reingesaugt. Ja, ich glaube, hier muss irgendwie noch eine Kiste hin. Aber es müsste doch gehen, wenn ich jetzt diese ganzen Kürbiskerne nehme. So. Ja, genau, das wird dann durchgehauen. Kann ich das da liegen lassen, ohne dass es despawnt? Oder dauert das zu lange? Das ist die Frage. Ich glaube, ich gehe auf Nummer sicher und mache lieber eine Kiste hin. Ist schon besser so. Oh. Ach, hier ist noch Weizen. Ich dachte schon. Stimmt, da können wir nämlich die ganzen Kürbiskerne ja noch verbrauchen. Das machen wir mal eben. Da kommen wir mit einer Kiste deutlich weiter.
So, ein Stack kann ich auch mal da lassen. Ah, gleich kriegt man eh noch mehr. Das kann ich ja dann direkt da reinwerfen. So, hier, das kommt schon mal raus. Okay. Ich gehe mal schlafen, oder? Soll ich bei Nacht unterwegs sein? Ich wollte jetzt nochmal zu den Schafen und endlich das mit den Kürbissen machen, genau. Ah, sieht schon lustig aus da hinten. Okay, ich hoffe, die ganze Wolle von vorhin ist noch nicht despawned. Ich kann ja theoretisch mal durchgehen und die Schafe anders färben teilweise. Dass sie sich wieder neu mischen. Kann ich noch mal welche weiß färben und keine Ahnung. Aber man sieht, die haben inzwischen relativ viel wieder gefressen, aber ich glaube, manches essen auch die Kleinen, werden dann größer halt, ein bisschen. Naja, egal. Hauptsache, die freuen sich. Nur ich darf es jetzt auch nicht zu sehr verschwenden, ich krieg das nämlich nicht so schnell. So. Ja, aber was für einen neuen Holzklotz gehen wir denn an? Das wäre jetzt echt die Frage. Bei welchem kann ich denn schon sicher sein, wo ich ihn baue? Vielleicht noch bei so einem normalen Holzklotz, Dschungel oder so. Ach du Scheiß, 26 Spawn mir ist schon gar nicht so schlecht. Okay, soll ich wirklich Fichte und... Also, welche Kombinationen wären gut? Ich würde ja gerne die nutzen, die ich dann für Dings direkt nehme, für die Blätter. Gell, wäre ja sinnvoll. So, und da muss ich mal überlegen. Wir haben ja die verschiedenen Holzsorten, wo teilweise das Laub sehr ähnlich aussieht. Und zwar insbesondere von Dschungel ja nicht, aber Schwarzeiche, Eiche und Birke und Akazie, die sehen gleich aus prinzipiell. Die müsste man also trennen. So, und wie mache ich das jetzt? Ich meine, bei den Warzen und den anderen Blöcken, das zu trennen ist leicht, ne? Ich glaube, ich gehe auch mal in Game Mode, damit ich das besser nachgucken kann, was ich jetzt wohin baue. Wir haben jetzt hier schon mit so einer Kombination begonnen. Obwohl ich davon auch noch nicht so begeistert bin. Aber nun gut, es passt eigentlich schon am besten dahin, da habe ich schon irgendwie... das richtig gemacht, glaube ich. Jedenfalls hier könnten vier Holzklötze erstmal hin. Die halt dann ja so kombiniert sind. Dann gegenüber würde noch ein fünfter kommen und dann würde wahrscheinlich das Laub losgehen. Schätze ich mal. Na? Dann könnte ich ja sagen, dass zum Beispiel hier. Nee, wir haben jetzt den Nether-Dings schon. Ja, stimmt, dann brauche ich ja nur noch vier.
Wir haben ja 10 Holzsorten in Minecraft, ne? Also die 6 klassischen, dann die 2 Netherholzsorten, Mangrove und Kirsche. Ne? Das bedeutet. Warte, ich muss hier gerade mal kurz gucken. Ne, ist alles gut. In meinem Raum. Ja, jedenfalls. Wir haben Mangrove und Kirsche. Ich schreibe mir das, glaube ich, mal kurz in den Chat und dann später auf Schilder. Hier würden jetzt noch 4 Holzsorten hinkommen. Ja, ich wollte das halt gern so machen, dass irgendwie, wenn dann hier Laubklötze kommen, dass dann gegenüber von einem Netherholzklotz wieder ein weiterer Netherholzklotz steht. Also jetzt das Netherlaub in Klammern, Netherwarzen und diese anderen Teile. Ne, das wäre eben ganz gut. Aber ja, es lässt sich so wahrscheinlich nicht umsetzen. Da hätte ich das vielleicht da gemacht, dass da schon am liebsten so ein Laubklotz hinkommt. Nee, das ist blöd. Jetzt würde jetzt gut passen, die Reihe voll. Da haben wir 4 nebeneinander, die so kombiniert sind, ne? 2 verschiedene Holzsorten, also entrindete. Und ja, ich glaube, ich mache das einfach so. Da ist es dann egal mit den Laubklötzen, die haue ich dann hier hinten dran und dann kommt eben hier irgendwo das Netherding, dann ist das eben nicht gegenüber. Muss ich jetzt mit leben, oder man kann das eh immer nicht so richtig machen, weißt du, da kommt dann wieder an einer anderen Stelle was rein, wo ich mir sage, nee, passt nicht, und bevor ich jetzt alles 10-mal umbaue, mache ich es lieber so. Also jetzt zu den Kombinationen. Kirsche plus Eiche, würde ich sagen. Da haben wir ja auch schon alles dabei, also Laub zumindest, und das andere kann ich theoretisch beginnen. Weißt du, das hebt sich nämlich so schön voneinander ab. Und deswegen machen wir das einfach. Dann können wir machen. Ja, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Mangrove, da haben wir ja auch mehrere Laubsorten, muss ich beachten. Oder? Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls da können wir dann Schwarzeiche nehmen. So. Dann Fichte, das können wir ja gut unterscheiden. Plus Akazie. Und vielleicht Dschungel plus, wie heißt das? Birke. Oder? Ich kann da noch was tauschen. Ich guck mal, was mir angemessen erscheint. Kirsche und Eiche ist schon ganz gut. Ja, ich glaube, das passt einigermaßen. Fichte und Akazie. Sind so ein bisschen dann die Widersprüche immer, aber egal. Oder ich mache Dschungel und Akazie. Das passt eigentlich besser so vom. Ja, genau. Dann machen wir es so. Also die unteren beiden tausche ich, die oberen beiden vielleicht auch noch. Also Mangrove und Eiche. Passt das nicht besser? Nee, ich glaube, so rum ist schon ganz gut. Mangrove und Schwarzeiche, ja. Das machen wir so, also. Da hole ich mir Schilder. Habe ich noch 2? Ist gerade ein bisschen blöd. Ich mache mir mal Birkenschilder. 3 Stück. Ja, ist ja egal.
So, also Kirsche und Eiche, wo kommt das hin? Fangen wir hier an, ne? Da haben wir eh den Kirschklotz auf der anderen Seite, da passt das. Ich stelle mal hier das Schild hin, ne? Kirsche plus Eiche. Warte mal. Wie heißt das Holz? Entrindet. Dann hier Mangrove, Schwarzeiche, entrindet. Dann hier Birke plus Fichte. Das Entrinnet schreibe ich mir erstmal hin, damit ich es von den Laubklötzen unterscheiden kann. Aber stimmt, hier wollte ich ja noch so einen Kürbisholzklotz hinbauen, oder? Melonenmäßig. Doch, das kann eh noch dauern. Naja, ich glaube, ich mache ja einfach einen Entrindeten hin. Ich kann ja auch hier noch Holzklötze hinbauen. Da kommt eben das später zugeterraformt. Das muss ja nicht ewig in See bleiben. Da hat man dann hier trotzdem mal einen Weg, damit man durchlaufen kann. Aber dann macht man hier überall eben was hin. Warum nicht? Ich muss mich ja nicht so einschränken durch den See. Ne? Und dann kann nämlich hier das, was noch thematisch dazu passt, hin. Und dann in der Reihe eben noch irgendwas anderes. Aber hier hätte ich schon ganz gerne den Platz für die ganzen Holzsachen. So, Birke. Was haben wir jetzt gesagt? Dschungel und Akazie, genau. So. Ja, und hier können wir dann demnächst wieder viel terraformen. Wenn ich nur die Erde irgendwie nutzen könnte. Für was Sinnvolles, ne? Das ist dann die Frage. Ich kann dann noch mal die Schafe paaren. Wenn ich einmal da bin. Und vielleicht auch färben? Nee. Hab ich nicht da, ne? Na gut, aber ich muss auch erstmal von den Farben, die ich jetzt habe, genug sammeln. Danach kann ich die ja umfärben. Es ist ja sinnlos, jetzt für jede Farbe 1000 Schafe zu machen. Und Alter, die zerquetschen sich hier. Das ist ja scheiße. Warte mal. Muss mal was machen. Und zwar hier hinten drunter kommen lieber Erdblöcke. So, Alter. Als ob ich das nicht mal setzen kann. Was soll das? So, jetzt wieder schnell zurück. Und dann wieder hin. Und dann wieder zurück. Ich weiß zwar nicht, wie die sich da zerquetschen. Das dürfte eigentlich überhaupt nicht gehen. Aber doch, stimmt, wenn die erwachsen werden. Wenn da die Schafe drunter stehen. Wenn sie noch klein sind und dann werden sie erwachsen. Stimmt, das ist natürlich gefährlich. Okay, aber jetzt haben wir's. Ja. Dann füttern wir die nochmal hier.
Na, da wär's das auch. Ich nehme das wieder mit. Und natürlich auch Wolle. Das ist ja klar. Ach, so viel Wolle haben die jetzt gar nicht gekriegt. Ja, stimmt, die haben ja auch kaum noch Gras. Ach, shit. Ist gar nicht mal so gut hier alles. Toll. Ist das jetzt einfach hier draußen? Ich glaub's nicht. Ah, da kann's Gras essen. Na gut, das müssten eher die Großen. Kommt her. Die sollen ja nicht alle raus jetzt, ey. Ach nee, ich kann nicht mehr rennen. Ach, das ist immer ein Nervenkitzel, Alter. Die da alle wieder reinzukriegen. So, aber wenn wir dann dieses Haus entrinden, nehmen wir eine Steinaxt. Dann mache ich nicht meine Hauptaxt kaputt. Das sollten wir auf jeden Fall beachten. So, wo sind die Steine? Da haben wir gar nicht so viel, gell? Aber werden wir noch kriegen durch Terraforming, keine Sorge. Ich kann ja gleich eigentlich noch mehr machen. So, dann baue ich vielleicht schon mal das Fundament hiervon. Und ich sollte vielleicht auch mal lieber nicht immer nur die eine Schaufel nehmen. Oh Mann, da können wir wieder schön viel terraformen hier. Das kann ja mal rein. Ich kann nur das in der Offhand schnell tun. Ah ne, so. Ich wollte jetzt endlich mal anfangen. So. Abstand 2, ne? Nehmen wir da außen eigentlich? Ja, doch, da nehmen wir die. Oh. Oder sollte ich lieber innen? Das ist eine gute Frage. Wie sieht denn das bei Laub aus? Vielleicht können wir es ja bei Laub auch immer umgedreht machen. Das wäre lustig. Ich glaube, bei Laub ist es besser, dieses Rosa nur nach außen, obwohl, ist eigentlich egal. Kann ich mir ja dann immer noch aussuchen, ob ich es dann immer umgedreht machen will oder nicht. Und ja. Ich mal zuerst mal, fange erst mal an. Also 4, 5. So.
Ich werde den Rahmen aber jetzt auch erstmal nicht so weit bauen können. Oh nein, jetzt habe ich das schon aus Versehen. Naja, aber ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Ich brauche jetzt erstmal einen Hilfsblock. Ne, da braucht man ja erst die Rahmen, damit ich das von oben her setzen kann. Ich hoffe, das reicht hier. Gerade läuft das Spiel so vor ungewöhnlich flüssig. Also verdächtig flüssig, wollte ich sagen. Ach, da liegt ja noch das ganze Zeug. Stimmt. So, haben wir alles. Gehen wir lieber so durch. Ich glaube, das geht schneller. So verbraucht sich das Holz natürlich noch viel schneller, ne, als sonst. Ja, ich glaube, das ist nerviger, wenn du außen die anderen Dinger hättest. So, jetzt machen wir das mal. Das geht wesentlich besser. Ich glaube, den Rest mache ich in der Folge. Gut, dann jetzt. Ciao. Das war wieder schnell, aber egal.